Und komm, wir sind ja nicht so, wir bauen denen natürlich dann auch Bänke. Dass sie sich auch während dem Essen hinsetzen können. So sieht das doch ganz schön aus. Das ist doch eine Kantine, wo man gerne essen gehen möchte. Gibt es bestimmt was ganz, ganz Leckeres zu essen. Die haben keinen Strom. Na gut, dann bauen wir natürlich hier nochmal eine Leitung. Und da oben fehlt Wasser. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir fangen dann auch mal an. Wir bauen erstmal da ein großes... Wir verlegen einfach mal ein Rohr. So, bis dahin denke ich, das ist okay. Und natürlich ein kleines Rohr. Nicht da, sondern da so. Baut mal kräftig weiter da. Und wir brauchen natürlich auch da oben noch Gewässer, um die Toiletten zu befeuchten. So. Ach so, jetzt können wir uns da auch mal dann an... Wo war das denn? Da war das. An die Dusche machen. Und zwar habe ich ja gemeint, warte mal, ich überleg mal kurz. Dann müsste das eventuell da so. Ich hoffe, dass das jetzt stimmt. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es ja gleich sehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn wir brauchen keine riesige Dusche, denke ich. Das ist einfach unnötig. So. Das funktioniert alles. Na, das sieht doch super aus. Ja, dann fehlt uns ja eigentlich nur noch... Ach so, nee, wir brauchen noch weitere Offices natürlich. Was ist denn damit das Solitary? Nee, Staff. Staff only natürlich. Das heißt... Ja, also für mich sieht das jetzt so aus, als würde... Ja, als würden die Gefangenen da... Die dürften da nicht raus. Das würde ich auch zur Staff-Only machen. Denke ich. Dann sind wir nämlich schon mal doppelt gesichert sozusagen. Das ist ja schon mal ganz in Ordnung. Und was brauchen wir denn jetzt noch? Das ist auch eine Staff-Only. Wir fangen jetzt einfach schon mal an, da so ein bisschen zu planen, sage ich jetzt mal. Ach so, da fehlt noch Strom. Wir geben Strom. Das ist natürlich gar kein Problem. Und was ich jetzt da geplant habe, ist nämlich einmal, zweimal, dreimal und natürlich auch hier so und hier so. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus und dann können wir nämlich hier die Showerheads dran packen. Und auf die andere Seite natürlich auch. Also, natürlich sollten wir das hier auch zur... Wo ist denn die Schauer? Da ist die Schauer. Das natürlich ja auch deklarieren. Komm, bau mal da oben. Warum geht das denn? Ach so, ja gut. Gebäude und so. Eine Wand. Das ist in Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Showerhead. Ja, na super.
Die sind ja da gerade am Bauen mit dem Showerhead. Also, ganz ruhig Blut. Und wir gucken einfach mal. Ich denke, hier so unter der Tür auf jeden Fall, weil dann kann das schon mal nicht da großartig überfluten. Gut, die brauchen alle noch Wasser, das ist klar. Und ich denke vielleicht hier so in die Mitte auch noch. Das sollte eigentlich das ganze Wasser irgendwie fernhalten. Ich hoffe es. So, und dann bauen wir gleich da mal so eine Strecke da. Ich hoffe, dass das funktioniert. Da, das reicht nicht. Dann bauen wir das so. Ich hoffe, dass das klappt und dass das auch reicht von der Wasserzufuhr her. Ich habe nämlich damit jetzt noch nicht irgendwie so experimentiert. Aber das wird, denke ich, irgendwie schon gehen und klappen. So, ach so, noch ein zweites Office brauchen wir. Derweil können wir aber auch schon mal ein bisschen ausleuchten. Da so und da so. Und eventuell, nee, das funktioniert nicht. Dann gucken wir mal einmal, wie viel, 3 ist das weg. Dann hier mal und von unten sind das auch 3. So und so. Dann sollte das eigentlich alles ausgeleuchtet sein. Da ist kein Strom irgendwie. Dann bauen wir doch hier einfach mal eine Laterne hin. Und hier eine Laterne. Und fangen jetzt auch schon mal gleich an, unsere Wege zu bauen. Ich denke, das können wir eigentlich auch dann direkt zu so einen Paving Stone machen. So, zack. So, die sind ja da durchgekommen. Das sah ja ganz gut aus. Einmal hier und einmal hier, dass es auch alles seine Ordnung hat. So, das da unten brauchen wir, denke ich, noch nicht anzubinden. So wichtig ist das jetzt auch noch nicht. Geht die Tür jetzt eigentlich überhaupt nochmal zu? Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Ach man. Na gut, dann reißen wir die eben wieder ab. Ja, der baut mal gleich beides ab. Wir gucken einfach mal. Dann können wir eigentlich dann auch, ja, die bauen beides ab. Glaube ich. Baust du beides ab? Na klar, das war schon irgendwie abzusehen. Na gut, dann bauen wir einfach da eine Drain ein und mehr brauchen wir da im Prinzip nicht. Wo ist der fehlende Duschkopf? Ich habe doch da einen Duschkopf dran und da auch. Naja, egal. Das sollte eigentlich passen. Und jetzt? Jetzt liegt es beides da oder wie? Und jetzt kann jetzt keiner mehr rein oder was? Ach Mann, was ist denn da los jetzt? Na, wir werden schon sehen. Ja, die kommen da durch. So habe ich das gewünscht. Und dann würde ich sagen, können wir die eigentlich auch dann zu Staff Only machen. Weil da sollte eigentlich kein Gefangener unaufgefordert eindringen. Beziehungsweise da entlang wandern. So, was. Achso, noch ein, schon zum tausendsten Mal ein zweites Office natürlich. Achso, jetzt hat er die Tür weggemacht, jawohl. Das hier so passt. So, dann bauen wir dieses Office doch einfach mal dahin. Warum denn auch nicht? Gefangenennähe. Ist
wie bei Politikern dann Volksnähe und so. Ist bei denen, glaube ich, genauso beliebt. wie wenn man als Finanzier, der mit Geld umgeht, mitten im Gefängnis umringt ist. Ja. So, Unlock Finance through Bureaucracy. Ja, da sind wir ja schon dabei. Hire an Accountant. Ja, das ist ja genau dasselbe. So. Jetzt müssen wir jetzt auch erstmal da unsere Finanzen checken. Wo sind denn unsere Finanzen? Ach so, die sehen wir ja nicht. Stimmt, da können wir natürlich dann auch noch nichts dran ändern. Nun gut, wir regeln da gleich mal noch ein bisschen die Freizeit von den Gefangenen. Dann müssen wir das später nicht mehr tun. Und wir heuern auch gleich mal noch zwei Chefköche an. So, zwei Köche. Ach, sind nur Köche. Ist ja egal. So, und dann auch gleich zwei Guards. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann denn eigentlich unsere ersten Gefangenen kommen. Achso, das können wir direkt auch zum Office machen. Wo ist das Office? Das hat er da. Irgendwann kann ich das noch. Dann weiß ich das alles auswendig. So, einmal hier so, einmal hier so und einmal hier so. Das machen wir ganz einfach. Und ja, die müssen jetzt natürlich erstmal bauen. Und wir gucken uns derweil einfach mal da ein bisschen den Strom an. So. Ja, das hält der noch locker aus da. Nun gut. Dann würde ich sagen, können wir jetzt erstmal nichts weiter tun, was auf unserer Agenda so draufsteht. Das heißt, wir gucken uns einfach mal an, was uns denn als Grants von der Regierung noch zur Verfügung steht. Ach komm, das ist, denke ich, in Ordnung. Dann können wir auch gleich mal unsere ersten Zellblöcke da bauen. Und ich hatte mir überlegt, dass wir vielleicht die Zellen da 3x3 machen. Ich meine, das nimmt uns natürlich ein bisschen Platz weg, aber wenn wir die 3x3 machen und dann, das heißt, jede Zelle ist mit Wand dann 4, weil die nächste Zelle auch mit Wand und das aber zweimal und einen 2-Blockbreiten Gang haben. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3. Ne, halt, da kommt ja auch noch 4 Wand, 5, 6. 10, das heißt 10 breit. Na, da gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann sollte das, denke ich, reichen. So. Und wir machen auch hier mal einen Eingang gleich rein.